Die Verlage haben sicher die größten Probleme mit der Online-Entwicklung. Sie haben aus meiner Sicht allerdings auch selber Fehler gemacht. Sie haben das Internet zur Gratiskultur gemacht. Sie haben ihre Internetableger sozusagen mit freien Angeboten agieren lassen, haben es auch lange Zeit vielleicht gar nicht so ernst genommen. Sie haben auch den Fehler gemacht, das Zeitungssterben herbeizureden. Zeitung ist nach wie vor etwas, was sich auch sehr gut im Markt hält. Wenn Sie etwa die Wochenzeitung Die Zeit nehmen, die hat an Auflage gewonnen und auch junges Publikum hinzugewonnen. Also es geht, die Zeitung ist nicht tot. Ob die Zeitung immer in Papierform zu Ihnen kommt oder vielleicht auf dem iPad oder ähnlichen Endgeräten, da gibt es auch viele technische Möglichkeiten. Ich weiß, die Japaner arbeiten inzwischen an Folien, die können Sie wie Papier aufklappen, aber Sie haben ein digitales Bild drauf. Das wäre ja übrigens auch im Sinne der Wälder gar nicht so verkehrt. Und auch der Vertrieb wird billiger, wenn man nicht LKWs mit Papierladungen durch die Republik jagen muss. Das ist letztendlich egal. Der Inhalt, den Zeitung bieten kann, der wird weiter attraktiv sein. Und wir machen in der Medienwelt häufig den Fehler, dass wir, glaube ich, zu sehr von der technischen Seite kommen und nicht von der inhaltlichen Seite. Zeitungen haben eine Funktion. Und diese Funktion ist Orientierung im Dickicht der Information zu bieten. Die Leute an der Hand zu nehmen, in die Hand zu nehmen und ihnen bestimmte komplizierte, und die Dinge werden immer komplizierter, Dinge so zu erklären, dass sie sie nachvollziehen können. Diese Funktion wird bleiben. Und ob der Artikel dann am Ende auf dem iPad oder auf welchem Endgerät auch immer erscheint oder gedruckt auf dem Frühstückstisch liegt, das ist unwichtig.